Hallo, hier ist wieder euer Sebossi. Heute zeige ich euch meine VHS-Sammlung Teil 3. Vorher will ich noch welche grüßen, die mich gebeten haben, dass ich sie grüße. Das ist einmal PD Produzent und ReRaven Gunverse, dann noch The Qualle und Zico 8. So, ich hoffe, ihr freut euch über meinen Gruß. Und jetzt fange ich an mit meiner VHS-Sammlung Teil 3. Den ersten Film, wo ich euch vorstellen will, ist Hook. Ja, ich habe ja das Buch schon rezensiert, das könnt ihr euch auch schon ru ruhig anschauen. Ja, der Film ist natürlich klasse mit Dustin Hoffman als Hook und Robin Williams als Peter Pan und Peter Benning. Ist natürlich ein klasse Film über Peter Pan, der erwachsen geworden ist und als Erwachsener ins Nimmerland zurückkehrt und da seine Kinder befreien will und dafür halt nochmal zu Peter Pan werden muss. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen, euch auf VHS oder als auf DVD zu kaufen. Auf VHS ist der natürlich ein bisschen billiger, aber ich werde euch raten, eine DVD zu kaufen. Oder wenn ihr auf Blu-ray-Filme seid, was ich ja nicht bin, ich hasse ja Blu-rays. Aber wenn ihr Blu-ray wollt unbedingt, dann könnt ihr euch auch ruhig Blu-ray holen. So, da kommen wir zu einem Film, den habe ich gefunden im Dachgeschoss. Den hat mein Vater gehört. Der ist zuletzt bei Vox, glaube ich, gelaufen. Den habe ich mir da drin geschaut. Das ist das Mercury Puzzle mit Bruce Willis. Ja, das ist, da geht es um ein autistisches Kind, dass ich einen bestimmten Zahlencode merken kann. Ja, und Bruce Willis muss es halt beschützen. Ist halt super gemacht, kann ich euch nur empfehlen. Wer auf Action steht, ist das natürlich ein super geiler Film. Dann kommen wir jetzt was für die Frauen, was Schönes. Das ist Schlaflos in Seattle mit Tom Hanks und Meg Ryan. Ja, da geht's halt um Sam, ist Architekt und Witwer. Unser Sohn will unbedingt halt eine Frau für ihn finden und macht irgend so Briefwahl mit, wo er Frau für ihn finden will. Und dann lernt er die Frau kennen und wie es halt immer so weitergeht mit so Liebesfilmen, ist für mich immer das Gleiche, ist mir zu langweilig. Den habe ich halt auch geschenkt mal bekommen und deswegen ist der in meiner Sammlung. Den habe ich noch nicht gesehen, bei denen, wo ich jetzt vorstelle. Das ist das Geisterhaus. Ja. Da spielen Hammer Schauspieler mit. Es sind ganz viele Bekannte. Winona Ryder, Mary Streep, Glenn Close und dann noch Antonio Banderas. Also allein der Cast ist Hammer. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich kann es mal hinten vorlesen, um was es geht. Einer der aufregendsten und denkwürdigsten Liebesgeschichten. Ein Mann und eine Frau, ihre Vorfahren und ihr Nachkommen, ein Land und seine Geschichte. Die fünf entscheidenden Szenen unseres Jahrhunderts von den 20ern bis zu den 70ern. Ein lateinamerikanisches Epos um Aufstieg und Fall, Leidenschaft, Liebe und Einsamkeit. Das Geisterhaus, der Beste von Isabel Allende, verfilmt von Oscar-Preisträger Bill August. Ja, ich bin mal gespannt, wie der ist. Den schaue ich mir mal das nächste Mal an. Dann natürlich ein super, super Klassiker, natürlich. Hannibal. Ich finde, keiner kann so irre gucken wie Anthony Hopkins in den Filmen Schweigender Lämmer oder Hannibal oder Roter Drache, wo er schon ein bisschen älter ist. Aber natürlich am besten Schweigender Lämmer, wo er da so ganz verrückt guckt. Das kann nur er. Deswegen, ich empfehle euch, so einen Film zu gucken. Ist einer der besten Thriller-Reihen der Welt. Und hier spielt halt nicht Jodie Foster, die Frau, die ihn jagt. Diesmal die Julianne Moore. So, dann habe ich noch eine Frage der Ehre. Mit Tom Cruise, Jack Nicholson. Und wie heißt die Frau? Demi Moore. Ah, da sieht man's. Eine Frage der Ehre.
Da geht's halt um einen Mord, der bei den Marines geschehen ist. Und der muss halt aufgeklärt werden und Tom Cruise, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er im Film heißt, muss das halt aufklären und Jack Nicholson halt, der Boss von der Marinestation, will ihn daran hindern und ist ein ganz schönes Polit-Thriller, kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir zu einer super deutschen Komödie. Das ist für mich Papa in the Porters mit Loriot. Na, das Licht ist ein bisschen blöd. Ja, da spielt Loriot. Da spielt Loriot. Wie heißt er da? Da steht jetzt nicht drauf. Ah, doch, Heinrich Lohse spielt er dort. Und geht in Rente und hat Langeweile. Und macht seine Familie verrückt und treibt ihn in den Wahnsinn. Ist sehr witzig, kann ich euch nur empfehlen. Dann kommen wir zu einem Horrorfilm, der sehr bekannt ist. S. Vom Stephen King, dem Kult-Autor. Ja, da geht's halt um einen Clown, der in Kindergeburtstag auftritt und dann Amok läuft. Ist ein super Film, kann ich euch nur empfehlen. Aber viele finden ihn schlecht. Ich weiß nicht warum, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Man muss ja auch holen, dass das ein Film von 90, also schon sehr lange her, ist, ne? Das muss man holen. Kommen wir zu einem Film, den habe ich noch nicht gesehen. Undercover, Geiseln des Terrors. Der ist mit dem Sam Neill. Da steht sogar drauf, mit dem Star aus Jurassic Park. Ja. Ja, ist ein Actionfilm. Ist bestimmt nicht so schlecht. Dann auch noch ein Film mit Bruce Willis. Und mit, wie heißt sie? Hudson Hawk, der Meisterdieb. Der ist super witzig, der Film. Allein die Szenen mit den Bösenwichten, wie die sich über Hudson kaputt lachen und ihn fertig machen wollen, kann ich euch nur empfehlen, diesen Film. Ist einfach nur witzig. So, das war's für heute. Meine VHS-Sammlung Teil 3. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet es positiv, das Video. Wenn nein, negativ. Wenn es euch besonders gefallen hat, dann abonniert mich bitte. So, das war's für heute. Fertig. Euer Sir Bossy.